ganze Einsatz erstreckt sich vom Begleitung für Sehbehinderte bis zum ursprünglichen Treiben von Vieh, wie aber auch im Hundesport. Danach ist der zahlenmässig verbreiteste Sennenhundvertreter, der Berner Senn. Vielleicht haben wir gut an seinem langen, schönen Fell. Wir sehen ihn auch Dürrbächler. Er ist der einzige langhaarige Typ. Er ist bereits Mitte 19. Jahrhundert von Jeremias Gotthelf beschrieben worden. Wenn man Bilder aus dieser Zeit anschaut, sieht man oft sehr grosse, dockenartige, aber sehr uneinheitlich aussehende Hunde, die aber alle ihre Aufgabe haben.